Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir den Innkeeper verdroschen und heute sind wir in unser eigenes Zuhause endlich eingezogen. Wir wollen hier jetzt dann so langsam aber sicher dann auch unser Zuhause ausbauen. Insta-Soul, Upgrade the Layer. Da ist eine Empty Chamber. Da muss ich drauf drücken. Und hier kann ich dann jetzt bauen. These are the ruins of once a great war room, where ancient goblins plotted their grand adventures and expeditions, rooted and unlocked the endless adventures that await in the vast world beyond. Leder, Fibers, also Fasern und Ohr. This is where the adventuring party gave us, ready to be equipped and outfitted for the challenges ahead. When you are all set, select the map to embark on your adventure. A team will assemble here. Many expeditions await them. Okay. Da können wir ihn nach hinten. Ja, ganz nach vorne. Party ist damit vollendet. Unclaimed Items. Take all. Wir brauchen einen Larder. Ich kann auch rauszoomen, ne? Larder. Damit kann ich Materialien lagern. Das ist auf jeden Fall wichtig. Another serves as dedicated storage rooms for treasures and materials usually for construction. Right click on any item in the ladder to access and view the available options for that item. Ample room for the magnificent spoils that await. Und dafür brauche ich einen Armor Room. Habe ich irgendwo noch einen Platz frei? Eine Armory auch wichtig. Inventory in cache of weapons. Equipped from them via a goblin's character sheet or directly from here to arm your goblin. If click on a weapon. Weapons, both mundane and magical, will find their way here. Das kann auch shoppen. Das ist nur ein Hammer. Das ist doch nur Essen. Kann ich das denen nicht geben? Okay. Questen. Construct a campground. Kann ich auch hier oben bauen? Nee. Ach nee, doch, hier oben kann ich's bauen. Wandering goblins gave a here to squat on your land and marvel at the lair. Many seek admittance. Recruit a few of them to create an adventuring party. Foreign goblins and merchants congregate on these grounds. 300 habe ich dafür jetzt bekommen. Prospects loiter about. Every goblin comes with a unique genetic code, generating genetic traits that modify stats and abilities. Each goblin can have up to 4 traits, but only 2 can be active at a time. Rescuing goblin captives could unlock new genetic traits for breeding. The more captives you save, the closer you get to collecting them all. As you progress, you will discover more powerful traits. Okay. Was macht denn Flabby? Leben höher, aber dafür ist Power niedriger.
Spill plus 2. Was macht denn Spirit? Spirit. Ach, für jedes 3 Spirit kriege ich ein Armor oder eine magische Armor. Mind macht, dass Crit höher ist. Und Body macht, dass Max Life höher. Okay, der hat viel. Der hat ein bisschen mehr Armor, aber dafür kriegt er auch mehr aufs Maul. Ihr dürft aber trotzdem ja erstmal hier leben. Sieht so aus, als ob da links was wäre. So, was haben wir denn als nächstes als Aufgabe? Explore all of Mary Foothills. Hier habe ich auch immer so eine Liste, was mir sagt, was ich schon getan habe. Okay. Dann wäre ich ja jetzt in dem War Room, ne? Okay. Oldwoods haben wir ja momentan nur. Mary Foothills. Man kann nicht an alte Orte zurück. Oh, da sind wieder Adventure. Der hier war nervig. Könnt ihr gucken. Okay, die Abilities sind alle gleich. Aber die haben keine speziellen Fähigkeiten. Tausch mir da mal aus. Und den Religiösen hier. Let's go. Thundermans Caution in unfamiliar lands. Unsere Gruppe zieht hinaus. Um ein friedliches Gott im Leben führen zu können. Jetzt ist mein Inventar hier auch wieder leer, ne? Oh. Auf jeden Fall ein bisschen Heilung direkt dabei, das ist sehr gut. Ist das so eine Geschichte von, ich darf wieder nur einen Weg nehmen, dann nehme ich den unteren. Bei Smithy interessiert mich. Hallo. Sharpen their blades. They will soon need them. Ich mach mal das hier besser. Kostet das bei allen nur nix? Nee, das erste Mal ist gratis. Ich hätte mir vielleicht Geld mitnehmen sollen. Aber hier ist ja noch mal ein bisschen was. Evident craftsmanship. Ich hatte eine Chance zu fehlen. Machen wir alle Waffen stärker. Nach Möglichkeit. Nein.
Das ist ja traurig. Komm her. Du hast viele meiner Freunde auf dem Gewissen wahrscheinlich. Cool Adventurers. These callous ruffians butcher the innocent for experience and loot. Ich meine Freunde. Ultra Sticky Hoodoo. Mach ich mal auf den mit der Rüstung. Wicky Wicky, auf den da. Das war guter Schaden. Und wichtiger Schaden. Nochmal Wicky Wicky. Richtig. Oh, ich habe vier, die gerade schweres Leben haben. Bashen. Heilen. Unser Verteidiger muss geheilt werden. Pam. Ich glaube, der Stein macht mehr Schaden. Ja, der macht mehr Damage. Ich einmal kurz hacken. Sehr schön. Wecki, wecki. Du wirst intercepted. Battered and in dire condition. Oh, ich muss ihn auf jeden Fall heilen. A bold attack. Goblins are the very embodiment of survival. Kann ihn ja nicht so verletzt lassen. Wo verkaufe ich den Schmarrn denn überhaupt? Jetzt habe ich schon wieder einen Weg vor mir. Oben ist wieder das Midi und da ist ein Schrein. Gehen wir mal zum Schrein. Shrines are ancient statues crafted by goblins of ages past. These monolithic figures are assumed to serve the realm, each one imbued with the power to grant a chosen blessing upon your group. They form to venerate their ancestors. Mehr Max-Leben oder dass zwei von unseren Waffen random mehr Kraft haben? Ich würde sagen, mehr Kraft. They revel in the shrine's blessing. Lauft weiter, mein kleiner Goblin-Trupp. Auf das uns ein schönes Schicksal bevorsteht. Ready for the taking. Warte mal. Mach ich doch direkt zu Geld. Und hier habe ich jetzt wahrscheinlich einen Boss vor mir, wenn das Symbol da schon so groß ist. A decent heart. Wie schleiche ich denn? Erstmal intercepten. Oh, ist die Spinne, böse Spinne. Da hinten mit dir.
Wacka wacka. Das war guter Damage. Aua. Nein. Es hat aber auch was Gutes. Er hat sich fürs Team geopfert. Der Rest ist jetzt wütend. Noch einer ist tot. Nee. There may yet be hope. Sie sind wütend. Wütend auf diese Spinne. Die Wölfe sind aber auch schlimm. Erstmal die in der Off finishen. Und den Wolf eher töten als die Spinne. Die Spinne ist nicht so schlimm wie der Wolf. Nein, Schlag! Weg mit der Spinne. Ihr habt so viele meiner Freunde auf dem Gewissen. Stein. Weg, weg, geh. Meine Freunde werden gerecht. Ja, war wirklich nicht so schön. They stuff their packs. Das gehört jetzt uns. Once unknown trails no longer seem foreign. Wir haben leider zwei verloren, darunter unseren Verteidiger. Let's see what the new day brings. Excavate. Construct a stairway to reach the lower deeps. Follow by an empty chamber to further expand your lair. Okay. Ich habe zurückbekommen, was ich ausgegeben habe. Rearranging rooms. Want to rearrange your rooms? Long click or right click on any room and select move to place it somewhere else. Some rooms can also be merged or demolished. Da war irgendwas mit Konverten, aber ich habe es weggedrückt. Baracken. Da habe ich eine größere Zahl, ne? Oh, da ist ein Merchant. Hallo. Verkauf mir den Scheiß, den ich eh nur verkaufen will.
Die Gems will ich noch nicht verkaufen. Eventuell brauche ich die später nochmal. A fair trade. Oh. Das wird mal gekauft. An honest bargain. Das Ding kaufe ich auch mal und das da kostet ja eh nichts. Just what's needed. Warte mal. Ihr zeigt mir nur an, was ich maximal da bekommen würde, ne? Ich glaube, die Gems sind eigentlich nur zum Verkaufen da. Ja, dann kann er sie doch haben. Habe ich auch ein bisschen Geld hier. Da haben wir einen neuen Schildtypen. Du bist auf jeden Fall genommen. Dich nehme ich. Solange ich noch Platz habe, nehme ich. Dann kann ich noch einen weiteren Raum machen. Breed more goblins. Die brauchen einen Tag, um das fertig zu bauen. Konstruktbugs. Raiders Guide, Schamans Guide, Guards Guide. Damit ich die umändern kann. Mögen sie in Frieden ruhen, die beiden. Oh, guck mal, hier wäre dann auch direkt ein Raum, wo sie fliehen könnten, wenn irgendwas ist. Nehme ich mal. Da habe ich keinen, der das nutzen kann. Ihm gebe ich den Schild. Ich fand das Schwert besser. Obwohl, macht das ein... Ich muss mal eben kurz die angucken. Das ist deren normale Fähigkeit, also hängt. Ach so, das hier sind die normalen Fähigkeiten von denen, okay. Dann brauche ich jetzt nicht bedingt eine Schlitzwaffe. Aber ich hätte trotzdem gerne irgendwas, dass ich denen mal ausrüsten kann. Na gut. Die müssen jetzt erstmal ein bisschen hier arbeiten, beschäftigt. Kann jetzt sowieso nichts weiter hier basteln. Würde sagen, für einen Tag haben wir ein bisschen was erreicht. Haben leider ein, zwei Goblins verloren heute. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber wir müssen weitermachen für unsere gefallenen Freunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier, wie gesagt, für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.